Die Jungs haben sich immer an den Matchplan gehalten, kamen immer in die Ordnung, haben da verteidigt. Und deshalb war es wirklich ein fast perfekter Nachmittag. Wir wussten, dass Luckenwalde eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft ist und haben uns da aber, glaube ich, ganz gut drauf eingestellt, aus einer kompakten Ordnung. Genau, dass wir dann auf deren Fehler so ein bisschen lauern. Und ja, dann wir machen das 1-0. Das spielt uns dann natürlich in die Karten. Der Ball war ein bisschen abgefälscht, ein bisschen Spielglück, sage ich mal. Aber ich glaube dann, dass wir über das gesamte Spiel dann auch die dominierende Mannschaft irgendwo waren, auch wenn die Spielanteile vielleicht mehr bei Luckenwalde lagen. Aber ja, am Ende machen die halt auf. Das haben wir dann genutzt. Und dann 4-1 ist, glaube ich, sehr souverän. Wir wollten erstmal kompakt hinten stehen. Ist uns, denke ich, gut gelungen. Klar, es kommt dann der Gegner ab und zu mal durch, aber das kannst du dann auch nicht immer verhindern. Wir wollten hinten sicher stehen, wollten dann mit Nadelstichen nach vorne kommen. Das ist uns, denke ich, dann gut gelungen. Haben dann in der ersten Halbzeit auch dann das Tor gemacht, wurden dadurch belohnt, hat uns auf jeden Fall gut in die Karten gespielt. Und ich denke mal, Tiffy hat uns super eingestellt, haben eine ordentliche Leistung gemacht und freut mich, dass wir uns endlich mal belohnen konnten mit ein paar mehr Toren. Auch für die Zuschauer, auch für uns, für die Offensivspieler ist auf jeden Fall Selbstvertrauen, was dann dazu kommt. Freut uns auf jeden Fall. Hier an der Stelle auch nochmal Danke an unseren Ex-Trainer, auch von der Mannschaft aus. War eine gute Zeit, aber nichtsdestotrotz denke ich, der Tiffy hat uns auf jeden Fall super eingestellt. Ich hoffe, wir können mit dem Tiffy auch eine neue Siegesserie starten und die alte ungeschlagene Serie auf jeden Fall mitnehmen. Wir wollen auf jeden Fall jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Ist unser Anspruch, ist der Anspruch von den Fans, ist der Anspruch vom Verein und da geht es dann weiterzumachen. Mittwoch wird es natürlich jetzt etwas schwieriger, wir haben jetzt 3 Gelb-Gesperrte zu kompensieren. Wird schwer, aber ich denke, die Auswechselspieler, die jetzt reinkommen, die haben jetzt länger darauf gewartet auf ihre Chance und die werden alles geben. Und da bin ich auch zuversichtlich, dass wir da als Sieger vom Platz gehen werden. Hoffe ich zumindest. Ja, ich denke, damit haben wir irgendwo rechnen müssen, wenn wir so viele Spieler haben, die 4 gelbe Karten haben. Dass dann gleich 3 ausfallen, ist halt ein bisschen schwierig, aber auch wiederum nicht schwierig, denn da dürfen dann andere Leute spielen gegen einen richtig guten Gegner. Und deshalb ist mir da in keinster Weise bange. Das werden dann andere Jungs richten und da werden wir uns schon eine gute Aufstellung zusammenbasteln.